durch die Stadt hindurch. Am besten noch mit einem Schaufenster extra für Creeper oder sowas. Ja, natürlich. Du hast ja Wahnsinnsvorstellung. Ja, das bin halt ich. Ja, oh. Ja. Ernsthaft. Du standest mir im Weg. Ja. Wahrscheinlich bin ich es, der auf Schläge steht oder sowas. Ja, doch, das kann ja sein. Ich glaube nicht. Oh, das war traurig. Dunkel hier. Ja, im Dunkeln lässt sich gut munkeln, ne? Ich hab einen Weg gefunden. Und auch noch ganz viele andere Dinge tun, wie zum Beispiel Karten spielen im Dunkeln. Yay! Okay, hier geht's nicht weiter. Man kann es dann jederzeit sagen, ich habe einen Ass und keiner sieht es. Ja. Du magst irgendwie irgendwas in meinen Kopf rammen, ne? Vorsichtig, das Loch. Nicht mit Lava diesmal, aber okay. Dann bin ich da jetzt mal runtergefallen. Schließlich war da eine Kohle. Oh nein, jetzt hat er wieder ein Feuerzeug. Das ist so gar nicht gut. Ich habe die ganze Zeit ein Feuerzeug dabei. Ich muss auf so einer Tour immer ein Feuerzeug dabei haben. Das ist echt schlecht. Das kann man jetzt so und so sehen, ne? Wieso findest du, dass es schlecht ist, wenn ich ein Feuerzeug dabei habe? Wenn du mal alles anzündest. Nein. Wie kommst du denn da drauf? Nur weil ich mag, wenn es brennt? Ja. Was man auch irgendwie falsch verstehen könnte. Ich habe halt eine Faszination für Feuer. Ja, das merkt man. Was ist denn hier? Ist das denn so verkehrt? Ist Feuer denn nicht romantisch, wenn du so in eine Kerze starrst? Das, Dings mal weggemacht. Wo bist denn du hingelaufen? Guck mal in eine andere Richtung. Andere Richtung. Ich guck nach da, ich guck nach da, ich guck nach da und ich guck... Ah, hi. Ich bin voll woanders hingelaufen. Au! Verdammt. Okay. Hi. Gehen wir lang? Hier lang? Ist mir Latte. Nur weiß ich, wenn ich vorausgehe, dass du dann irgendwann halt irgendwo abbiegst, weil du dann so denkst so, oh, toll, Glitzerzeug, oh, weg. Ja, wenn ich was sehe, dann muss ich da sofort hin. Was ist hier? Das kommt mir irgendwie stark bekannt vor. Das habe ich jetzt auch extra gemacht. So, ich nehme jetzt einfach mal diese Kohle weg und diese ganzen Erfahrungspunkte. Ja, das ist okay. Aber wehe, du verzauberst da nichts Tolles. Doch, ich verzauber alles super. So Schutz und Stärke und so. Ja, ja, mindestens. War alles immer nur auf Level 1, aber... YOLO. Level 1, du kannst ja alle 30 Level hier verdingsen. Geht's auch noch weiter? Hier! Yay! Yay! Oh Gott. So... Ey, sag mal, hier muss ich aber echt mal was reinmachen, ne? Ja, dann mach mal was rein. Hast du dieses richtig absurde Höhlengeräusch? Ja, hatte ich gehört, ja. Das ist voll... Ich hab Angst. Jetzt finde ich dich nicht. Du musst keine Angst haben, ich bin da. Ey, hier ist ein Loch drin, das kann ich nicht ab. Nee. Das magst du jetzt nicht. Nee, das mag ich überhaupt nicht. Da musst du ja auch nicht essen. Zombie gehört. Ja, könnte sein, dass er hier ist. Bei mir. Sehe ich es jetzt aber auch nicht. Hi. Oh. Wir sind Kobbels. Warum bist du denn? Ich bin hier. Ah. Hast du die Kobbels gesetzt? Ja. Du solltest nicht direkt unter die Graben, ne? Ja, das habe ich ganz einfach bemerkt. Also der Zombie scheint sehr, sehr nah. Ja, der ist hier. Ja? Der ist hier in der Ecke, weil er da an den Wasserströmen nicht vorbeikam. Ah, okay. Na, also ein Zombie in die Enge getrieben hier. Oh, das ist ja noch mehr Lava. Der arme Zombie. Es ist übrigens gerade wieder Nacht geworden. Cobblestone-Generator. Yay! Also im Sinne von, da ist Lava und... Ich komm nicht mehr hoch. Wird es da eine Titelmelodie? Ja. Ich komm nicht mehr hoch. Hä? Was ist das? Da muss ich wohl runter. Wasser! Nicht in die Lava. Shit. Ist jetzt fest? Kannst du auch nicht es wagen, hier in die Lava reinzugehen. Was fällt dir ein hier? Ja, dann mache ich jetzt erstmal zu, ne? Ja, das ist gut. Der erste Schritt zur Besserung.
Wie bist du hier runtergekommen? Wahrscheinlich Heide, ne? Oh Gott, ich sehe es noch. Ich fall irgendwann noch in die Lava rein. Ja, ich bin heile runtergekommen. Um die Frage zu beantworten. Finde ich auch. Hat seine Vorteile. Guck mal, das ist roter Stein. Nehm ich hier ist ganz mit. Viel Lava. Ach, du Kacke. Aber ich möchte mal Labasee finden. Das ist bestimmt cool. Ja. Ja, das ist sowas Ähnliches. Oh, wie cool. Ich der ist ja noch klein. Von und dann, ja, stimmt, es gibt größer, aber ich spreche gerade von und dann ist der hier. Cool. Also ich glaube, das ist das, was du immer als Lava gehört hast. Das kann sein. Oh, der ist, oh, das ist cool. Wir haben hier gar nicht so viele Sachen. Ja, hier hinten, ne? Hier ist, hier sowas halt in groß, das ist schon mega cool. Wenn dann halt auch noch die Höhle derart ausgehöhlt ist, ist schon mega cool. Oh cool, ich habe einen Bogen Haltbarkeit 1. Cool. Bing. Ich dachte schon, jetzt schmeißt du mich in eine Lava. Du hast einen Pfeil am Fuß. Vorsicht hinter dir. Ah, du machst mir echt einen Schrecken. Du sagst doch so vorsichtig hinter dir. Ich gehe erstmal ein Stück zurück. Ja, und springst da auch noch fast rein. Ich mag... Wie eine richtige Kirsche. Ja, cool. Ne? So richtig kirschig bist du. Kirschen machen das auch immer. Spring erstmal gleich in die Lava. Aber natürlich. True Story, habe ich so gesehen. Ne, im Supermarkt, kein Problem. Die springen erstmal in die Lava. Also ich war nicht wahrscheinlich zum Kunden hin. Reale, ne? Ja, ja. So, hier ist wieder ganz viel Kohle. Also ich glaube, Kohle würde jetzt erstmal nicht mangeln. Kohle hat nie gemangelt. Oh, das Eisen hat auch nie gemangelt. Aber Diamanten. Durch. Aber Diamanten, das... Nein. Nein, Erde ist auch vorbei, dass es mangelt. Das mangelt nicht mehr. Also ich hatte ja... Das ist super, dass der Server überhaupt nicht leckt. Also ich finde, der leckt überhaupt nicht. Ja, sonst also bleiben die Steine. Manchmal muss man die Steine doppelt abbauen. Mhm. Aber wir befinden uns ja auch auf einem teuren Pixelmon-Server, wo früher Pixelmon lief und mit, ich weiß nicht, wie viel 1000 RAM hier umhergedoktert wird. Also ist schon das teuerste von teuersten von Nitrado Minecraft-Server. Wie? Ich meine hier rüber. Für Vanilla Minecraft eigentlich total überflüssig, aber trotzdem. Wenn's geht, ne? Warum nicht? Ja. Ne? Wenn man sowas hat, dann sollte man das auch hin und wieder mal nutzen. Ja. Bist denn du jetzt? Gute Frage, ich bin hier hinten. Ah, okay. Siehst du mich? Ich bin jetzt wieder am Anfang. Oh, wow, wow. Also im Sinne von Anfang des Lavasees. Hi! Oh, hi! Du hast auch schöne braune Augen. Toll, ne? Ich bin hier lang. Ja, da bin ich auch gerade lang gegangen und dann bin ich hier über den einen Dings gelaufen hier und dann dachte ich mir so, wow, scheiße, du fällst runter, aber nee. Nö, ich pass auf dich auf. Nee, ich meinte ja auch mich. Oh, verdammt. Manchmal rede ich von mir in der zweiten Person. Ja, stimmt. Das hattest du mal erwähnt. Manchmal mache ich das auch in der dritten Person. Und dann wird es sehr schräg. Okay. Nein, ich bin nicht verrückt. Nein. Nicht mehr als andere. Weg damit. Da will ich nicht reinfallen. Also ich brauche dich öfter hier auf so einer Höhlentour. Ja. Mhm. Ich mache immer gute Laune. Kann ich dich mieten? Ja, nein. Oder grenzt das schon fast an Prostitution? Nee, ich mache mal gerne... Oh, verdammt, meine Spitzhacke ist kaputt gegangen. Na, ein Glück, dass ich eine Werkbank mit habe. Wo ist verdammt nochmal die Werkbank? Ja, Gott sei Dank. Nein, ich habe jetzt nicht die Werkbank da hinten bei dem Ding vergessen, wo ich versucht habe, diesen blöden... Nein, hast du? Ja. Nein, ich habe sie eingesammelt, hier. Wirklich? Jetzt habe ich gerade selber eine gemacht. Och, jetzt habe ich zwei. Du Nudel. Ah, verdammt, wir brauchen aber noch einen Ofen, weil wir haben ja jetzt kein Eisen mit. Kein Problem. Hast du genug Steine? Ja, ich habe gerade schon gemacht. Okay. Boom. Wo habe ich denn das Eisen? Ja, habe ich das Eisen mal gar nicht eingesammelt? Doch, doch habe ich. Liegt jetzt aber schon auf dem Ofen. Ja, ist schön. Aber wir können jetzt hier auch theoretisch auch nochmal zweit machen, damit es schneller geht jetzt ein bisschen. Mach hier mal eine Kiste.
Eine Kiste? Ja. Sowas kannst du? Guck, cool. Bist du gelernte Schreinerin oder was? Ja. Ich mach jetzt einfach alles rein, was ich nie brauche. Wahrscheinlich so voll das wichtige Zeug. Ja, aber natürlich. Du kannst doch nicht Kakaobohnen ablegen und Eichensetzlinge, ich bitte dich. Und Knochen. Doch, und eine zweite Werkbank. Gib mir meine Werkbank wieder, danke. Hä? Ich habe meine Werkbank wieder genommen. Ja, ja, klar. Mach. Legt sie einfach Zucker ab. Na gut, Zucker können wir wirklich nicht gebrauchen. Ich repariere mir hier mal kurz eine meiner Spitzhacken. Du fährst deine. Weißt du, was wir auch mal machen können? Was denn? Warte mal, wir machen hier mal so ein bisschen Platz. Wir bauen uns jetzt hier ein Haus. Fast. Es wird viel cooler. Ich mach mir mal zwei Spitzhacken, ne? Das ist okay. Ist erlaubt. Danke, dass ich erst eine Erlaubnis brauche. Das ist echt super freundlich. Ja, ne, so bin ich. So war ich schon immer. Oh, schön. Kies. Hast du zufällig eine Schaufel dabei? Ja, habe ich. Hier. Da. Dankeschön. Diamantschaufel auch noch. Ja, habe ich mir von dir schnibbelt. Like a boss. Aber ich brauche noch mehr Pfeile, ey. Manu. Ich habe Pfeile. Willst du ein paar haben? Hier. Oh ja. Hier. Hier! Ja, hier! Wo? Hier! Ah! Nein, ich will den ganzen Kies nicht haben. Nein. Ach, hast du was gegen Kies? Ja, hab ich. So schlecht. Ja. Ne? Ganz viel Eisen. Ganz viel Eisen und Kohle. Oh, das reicht noch nicht, verdammt. Wir noch ein bisschen hier was. Oh, ich habe Obsidian gefunden. Hey, ja. Welche Seltenheit unten in einer Lavahöhle. Ne? Ja. Aber ich hätte zur Not auch immer einen Wassereimer dabei, der ich einfach mal so einen Lavasee zumachen kann. Ja. Wenn es sein muss. Wassereimer habe ich jetzt nicht dabei, aber... Du hast jetzt erstmal ganz viel Redstone, ne? Herzlichen Glückwunsch. Yeah. Dankeschön, dankeschön. Ja. Jo. Da ist es. Du hast dich nicht ernst auf den Baum gepflanzt, oder? Klar. Ah, genial. Aber Knochenmehl reicht nicht. Pate. Ich glaube auch einfach, dass er hier nicht wachsen muss, dieser blöde Baum. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich meine, das hatten wir doch schon ausprobiert gehabt. War das mit dir? Ja. Und irgendwann wuchs er dann. Ja, ne? Es hat zwar lange gedauert, aber er ist gewachsen. Oh Gott, hast du viel Eisen. Du kriegst richtig pro Eisen. Ja. Hier, bitte. Erstmal für dich. Wow, danke. Bitte schön. Kann ich mir auch mal wieder ein neues Werkzeug hier craften. Ja. Ich hab noch genug. Also ich habe jetzt zwei Spitzhacken gemacht, das sollte erstmal reichen. Oh, Kies. Kies. Au! Ich gleich einen Stock in den Hintern, wenn du es nochmal machst. Das ist doch nicht wahr. Hier werde ich hier einfach angepuckt, wenn ich am Craften bin. Ich glaube, es hackt. Cool, ne? Ja, richtig dufte. So, das hätte ich. So, ich wäre dann theoretisch bereit. Ich würde aber halt nicht das Eisen hier... Bist du schon wieder hin? Da. Versuche hier gerade ein Loch zu stopfen. Jetzt. Löcher sind zum Stopfen da. Mhm. Ja? Genau. Ah, das ist hier. Okay. Sind die ganze Zeit hier und lassen einfach die Kohle in der Decke. Yay, yay. Es regnet Erfahrungspunkte. Yay. Yay, da oben ist noch was. Was hast du denn für ein Level? 14. Du?
22. Verdammt. Ich habe ja auch schon mit Level 8 gestartet oder so. Oh.